Hallo und herzlich willkommen zurück zur Crash Bandicoot Insane Trilogie. In der letzten Folge haben wir Crash 2 abgeschlossen. Mit 100%. Ich glaube, mit den Relikten sind jetzt sogar noch 2-3% mehr möglich, aber was soll's. So, und jetzt werden wir in dieser einen Folge nochmal zu Crash 1 zurückkehren, wegen dem Stormy Ascent DLC. Und ich freue mich irgendwie gleichzeitig drauf und irgendwie auch nicht. Weil ich schon Horrorgeschichten darüber gehört habe, wie astronomisch schwer dieser Level ist. Ah. Ja. To Insanity Beach. Ah, so eine Art, alles klar, eine Abkürzung. Okay. Stormy Ascent, oh mein Gott. Gut, auf geht's. Good luck, you're gonna need it. Oh, scheiß. Wenn schon das als Hinweis da steht. Ach, da draußen gehen wieder die Sirenen los. Okay, Leute. Immerhin sind sie so nett. Ja, das ist eindeutig so eine Art Slippery Climb, nur noch etwas schwerer. Aha. Okay, das geht noch. Wow. Schweine! Muss ja auch so ein bisschen das Timing von den Treppen rauskriegen. Ah ja, ich verstehe. Komm. Oh. Nein! Hier gibt's eine Brio-Bonusrunde. Okay, das wird schwer. Das wird schwer. Sag ich jetzt schon. Okay. Also bis jetzt läuft's noch gut, aber wir sind ja noch fast am Anfang. Ey, wie mies ist das denn? Okay. Oh Gott, jetzt wird's ekelhaft. Wow. Muss ein bisschen... Verdammte Scheiße! Ich glaube, da ist man wirklich besser beraten, die Kiste mit Wirbeln zu zerstören, statt drauf zu springen. Oh nein. Ja, das Problem, wenn die Plattform sich bewegt, man muss dann wirklich das Timing ein bisschen abpausen. Hopp. Ja, abpausen ist das falsche Wort, aber... Oh Mann, ey. Ach, wie schön, die Vögel sind auch wieder da. Oh. Wow. Yay, ein Checkpoint! Ich glaube, ich fasse es ja nicht. Schneller ging's nicht, oder? Ich hab's schon gesehen, das ist wieder so ein komisches Pendel, so eine Wippe. 56 Kisten insgesamt, okay. Okay, die Stelle geht... Oh, ich wollte gerade sagen, die Stelle geht noch, aber... So, und... Oh. Nee. Da war ich zu spät dran. Oh. Hopp. Ich glaube, es war ganz gut, dass die den Level nicht Pflicht gemacht haben, um das Game zu schaffen. Okay. Komm schon! Na, verflucht. Da war ich ein bisschen zu schnell.
Ah, hätte ich eigentlich können, aber. Ja, okay, und hopp. Oh. Okay, gut. Ey, ihr verarscht mich, oder? Okay, es geht noch. Zweiter Brio-Kopf. Für was? Ich glaube, da muss ich schon vor dem Ankunftspunkt springen. Oh, oh ja. Okay. Nein, 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 nein. Ah, was ist das denn für eine Stelle? Also echt. Die haben sie doch nicht alle mehr. Ein ganzes Crash Bandicoot Game nur mit solchen Levels, bitte. Könnt ihr es Kaizo Bandicoot nennen? Okay, hopp. Wie soll man den Level bitte mit Relikt schaffen? Ich werde mich nicht dran versuchen. Ich habe jetzt schon zu tun. Ah, wieder verpasst, weil ich zu viel gequatscht habe. So, hopp. Okay. Das hier hatten wir ja hinbekommen. Ui. Ah, okay, gar nicht so lange warten. Und jetzt hier rauf? Ja, alles klar. Ich verstehe. Ohne Pause durch. Ugh, Vögel. Hopp. Hopp. Okay. Die verarschen einen hier. Ja, wieder ein Checkpoint. Das hier geht noch. Oh Mann. Ich ein Schwein, dass die Plattform jetzt noch rauskam. War mir sicher jetzt zu. Was? Es geht wieder runter? Ach, zum Glück sind die Treppen überhaupt nicht schnell oder so. Alter. Okay. Alter, nur solche scheiß Sprungpassagen hier. Nein! Zum Glück hatte ich noch einen Akku. Okay, jetzt habe ich mich aber echt am Arsch. Okay, gut. Es hat hingehauen. Okay, die Plattform ist ein bisschen langsamer. Okay. Och ne, nicht schon wieder sowas. So. Okay. Ja! Die Brio Stage. Oh Gott, was wird das jetzt für ein Horror? 22 Kisten hier drin, okay. Ich sehe da. Da rechts TNT-Kiste, Pfeil nach oben und so eine Ausrufezeichen. Ey, habt ihr eine Macke? Ich muss das jetzt so genau ab. Timen, dass ich. Alter! Ihr habt doch einen Sockenschuss! Ich glaube, die Lebenkiste da oben, die brauche ich noch. Ja, und jetzt habe ich. Ja, das war scheiße. Aber der Ansatz war schon richtig. Na komm schon rauf da. Verdammt nochmal. Also, die haben echt einen Arsch offen hier. Die TNT-Kiste. So sehr abzutimen, dass man da direkt auf dem
erscheinenden Block landet. Boah. Okay. Könnte so hinkommen, ne? So, jetzt du. Da unten sehe ich nämlich noch ein paar. Ah ja, okay. Hopp. Hopp. Da war noch eine... Da war noch eine TNT-Kiste. Ey. Och nee, ey. Die haben so den Arsch offen. Also das kriege ich schon ganz gut hin hier, aber... Okay. So. Okay, hopp. Wenn man weiß, wie man es machen muss, ist es trotzdem noch schwer. So. Achso, okay. Okay, das sind zumindest jetzt alle Kisten hier. Jetzt nur noch zu Brio hin. Alles klar, okay. Alter Verwalter. Dass die in dem Level echt noch eine Bonusrunde haben, das hätte ich nicht gedacht. Aber okay, gut. Habe ich zu spät gesehen, dass man da zu hoch kommt mit diesem Fahrstuhl. Okay, hopp, hopp. Ach, und der wirft noch auf... Ja, der wirft auf jede zweite Plattform noch so eine blöde Flasche. Ey, Alter. Okay, jetzt da rechts was. Ne, okay. So. Oh, das ist ja wieder herrlich hier. Ja. Okay, gut. Nee, nicht gut. Seht ihr mal das Timing der Plattform hier? Im 1-Sekunden-Takt, vielleicht sogar weniger. Boah, jetzt wird's aber echt eklig. Scheiße, wie lange geht denn das noch? Oh. Fuck. Noch wie schön. Wie lang ist dieser verdammte Level? Okay. Oh, zum Glück ein Checkpoint. Ich flippe aus. Ich sehe schon, hier schmeißt wieder einer. Ja, das war eine Luftnummer. Hopp, hopp, hopp. Okay. Okay, das geht noch. Ach du Scheiße. Ich glaube, wenn der Vogel von mir wegfliegt, soll ich rüber. Ja, das geht doch. Was? Wie soll man das denn schaffen? Okay, oh, Scheiße, jetzt habe ich den Typ mit der Flasche vergessen. Ah. So, da
das ist wieder kein Punkt. Aber mal im Ernst, zwei Plattformen nebeneinander, die dasselbe Timing haben und übelst schnell sind. Okay. Leute, keine Ahnung, also... Ah, ich verstehe! Man muss echt warten bis... Ey, ja... Hallo? Man muss echt warten, bis die Plattform wieder rein will, einen wirklich großen Sprung machen und dann praktisch das Rausfahren der Plattform wieder abtimen. Also. Ich glaube, wenn Naughty Dog den Level wirklich eingebaut hätte, fertig hingekriegt, also es gäbe nur wenige, die das Game geschafft hätten. Boah, ey. Und natürlich ist es noch längst nicht vorbei. Komm, 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 komm. Na, oh, scheiße. Jetzt darf ich diese Stelle nochmal überqueren. Hopp. Hopp. Ja, und das hier soll die schwere Version, in Anführungsstrichen, von Slippery Climb sein. Die ist ja selber noch nicht schwer genug. Noch rennhart. Okay, einfach darüber. Ey, was soll das jetzt? Ah, ich glaube, das war richtig. Ich fasse es nicht. Wir sind am Ziel und 6 Kisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Wir haben alle Kisten. Hoffe ich. Endlich. Wir haben es geschafft, Leute. Da, da, da. 102%. Alter. Was für ein fickiger Level. Ja, und das Relikt wahrscheinlich ist nochmal... Wie soll man in dem Level bitte nicht sterben? Also... Ich glaube, das mache ich mal für mich selber, aber nicht in der Aufnahme. Das ist zu viel Frustmaterial. Also gut, Leute. 102%, ja. 27 von 26 Edelsteinen. Ist klar. Gut, Leute, an der Stelle verziehe ich mich wieder ins Haupt, obwohl, ja, ich werde hier jetzt die Folge beenden, das Ganze speichern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge beim Anfang von Crash 3 wieder. Also, bis dahin, tata!